Any luck, Cole? A couple of things. What did you pick up? Folded piece of paper. Looks complicated. Japanese call it origami. Can I take a look? Sure. Paper crane. There's a legend about them. You fold 1,000 of these and you get a wish. Okay. Dann falten wir mal auseinander. Hey, don't break it. I'm not. I'm unfolding it. It looks like a waybill or a flyer. What? Hi, meine Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Eleanor. Wir sind ja noch dabei, den Brand zu ermitteln. Wir suchen jetzt nach Hinweisen. Wir haben den Nachbar befragt. Irgendwie komme ich nicht weiter, weil der Nachbar will nicht mehr befragt werden. Jetzt suchen wir nach Beweisen, ob wir vielleicht hier irgendwas finden. Irgendwelche Beweise muss es doch geben. Da liegt eine Zigarette. Und Fußspuren sind hier. Someone was keeping watch. Looks like they were here for quite a while. Brand looks distinctive. Da haben wir schon mal einen Hinweis auf den Täter, und hier sind noch Fußspuren. Whoever he was wearing boondockers. I would know that imprint anywhere. Okay, dann gucken wir uns ja mal weiter im Haus um. Wir müssen mal den Wasserboiler untersuchen. Weil meistens war ja da irgendwie was sabotiert. Beziehungsweise war es immer sabotiert. Ich muss erstmal den Wasserboiler finden. Da liegt er doch, oder? Waki, Wale wieder. Looks like the same model. Ist wieder Wale gewesen, aber der ist ja in Haft, der kann es nicht gewesen sein. Gucken, ob wir noch ein paar Hinweise haben. Och, da kann man runterfallen. Das wollen wir nicht. Ich glaube, ich gehe noch mal ins Haus und gucke mich noch mal um. Warte mal, können wir den Nachbarn vielleicht noch mal befragen, ob sein Haus auch von dem Wale gewartet wurde? Oh, verdächtige Aktivität auf seinem Grundstück wäre mal interessant. Did you see anyone hanging around the Morelli's home prior to the explosion? Nope. Can't say as I was looking out, though. Okay, das zweifeln wir mal an. You sure, Mr. Foreman? There are signs of someone hanging around over there by the fence. Hey, now that you come to think of it, there was a guy. Kind of tall. Skinny, though. Anything else? Orange lumber jacket, a beat-up hat, and no hair. I thought he was the pest exterminator guy who was working around here the last few days. But that guy had hair. Thanks for your time, Mr. Foreman. Sure. Hey, if you're interested, I have one of those competition flyers in the kitchen. I could get it for you if you like. That would be great. Oh, das wäre super. Dann haben wir einen Hinweis. Any luck, Cole? Couple of things. What did you pick up? Folded piece of paper. Looks complicated. Japanese call it origami. Can I take a look? Sure. Paper crane. There's a legend about them. You fold 1,000 of these and you get a wish. Okay. Dann falten wir mal auseinander. Hey, don't break it. I'm not. I'm unfolding it. Looks like a waybill or a flyer. What? Wir bauen ein besseres Kalifornien. Wir kaufen noch heute Ihr altes Haus. Rufen Sie an. Leland Monroe, Elysian Fields Developments. Von denen haben wir ja auch schon gehört im Fall davor. Elysian Fields Developments. Das ist unser nächster Zielort, okay. Dann braucht man ein Telefon, oder? Ah, da ist das Preisausschreiben. Oh, I see you already have one. Oh,
Auch dasselbe nochmal. Ah, Winnet Trip ist diesmal da unten. To Catalina Island. When did the flyer arrive in your mailbox? They've been arriving for weeks. This one was in the mailbox when I got home from work yesterday afternoon. Haben wir schon Verdächtigen wieder. Ich hoffe, wir finden auch einen Ort, wo das sein soll, weil wir haben ja letztes Mal das mal einen Sprung, oder? I need an address for a property developer. Elysian Fields Developments. One moment, Detective. The address is 748 North Oxford Avenue, Wilshire. Anything else? Messages, please. You have a message. Contact Captain McKelty immediately. Thanks. Can you put me through, operator? Of course. Here you are. Commander? Leads on the Morelli Farm. We're about to go and visit Elysian Fields Developments. You're about to do what? Leland Monroe? He's a personal friend of the mayor and the chief. Are you out of your mind? I'm warning you, Phelps. Commander, we have a line of inquiry. You have something, you bring it to me. You're hanging by a thread, Phelps. Do you understand? Yes, sir. Good. Have a report on my desk today. Wir halten uns natürlich nicht dran, weil wir wollen es ja aufklären. Makes sense. It's a dead end. We should check out Rancho Escondido. You know the place? Sure. Corner of Fountain and Wilton. Let's go. Okay, dann fahren wir mal dahin. Rancho Escondido. Was es auch immer sein soll. Can you drive to this one? All right. Where to? Shame about Chep. The arson desk has been trying to nail that son of a bitch for years. He's still in custody, Herschel. Wanna bet? Bella kicked him loose already. Can't hold him for misdemeanor cigarettes and matches. Wenn der dahinter steckt, das wäre natürlich die Krönung. Weil den haben wir ja erst verhaftet, weil er vorher Streichhölzer und eine Zigarette als Punch, als Zeitzünder sozusagen hatte. There are times when you really miss a nightstick. There's more religion in the end of a nightstick than in 100 cathedrals. Was denn hier, eine Demonstration oder was? I'm not gonna tell you again, sir. Don't tell me when and how I can come and go on my own property. It is not This is safe, America, dickhead. Sir. Now step back or I'll lock you up for Smart a prey. Son of a bitch. Der prügelt einfach. Sorry. Jetzt dürfen wir uns auch noch prügeln. That's We're gonna have to pacify it. Come on, then. Jetzt habe ich doch wieder meinen Hut verloren. Ich hasse das. Haben wir noch jemanden zu verkloppen? Ach, da ist noch einer. Was geht denn hier ab? Fall um, du alter Sack. Du kannst nichts. So. Reicht jetzt langsam. Jetzt wäre ich langsam wütend. Good thing you showed up when you did, detectives. Those folks were baying for blood. Okay then. Let's see if there's anything left to take a look at. Jetzt müssen wir wieder nach Hinweisen suchen. Dann gucken wir mal, wo der Boiler ist. Kunstrasen oder was? Wo ist denn der Boiler hier? Ist da der Boiler? Nö. Kein Boiler hier draußen. Ins Haus kann ich auch nicht. Was soll ich denn hier finden? Was liegt hier? Nix. Advice? Look around. There's not much left, but it's worth a shot. Ich soll hier noch was finden?
Ich bin doch gerade einmal ums Haus gegangen, da war doch nichts. Und ins Haus kommen wir auch nicht. Ach, hier drüben ist auch abgefackelt. Es ist nur nicht nur hier, sondern auch da drüben. Die ganzen Häuser sind abgefackelt. Wie soll ich denn hier was finden bei den ganzen Häusern? Der hat uns zu diesem Grundstück geführt, also muss hier drüben was sein. Aber hier ist nichts. Nix. Nothing. Nada. Niente. Nichts. Was hier? Wir können doch nicht die ganzen Häuser jetzt durchsuchen. Ist auch nichts. Ich dachte, es wäre was. Wo läuft denn unser Partner rum? Vielleicht duckt er sich irgendwo. Da drüben ist ein Feuerwehrmann. Wo ist denn unser Partner? Ich kann der uns was sagen. We were too late to save anything. Sorry. Finde hier nichts. Das kann ja ewig dauern, bis ich alles durchsucht habe. Ich glaube, wir fahren erstmal zu der Baugesellschaft. Aber Hauptsache, die Bäumchen stehen hier noch. Ne, wir fahren erstmal weiter. Wo ist denn jetzt das Auto? Haben wir gar kein Auto? Auch nicht schlecht. Da drüben steht's. Ich finde hier nichts. Das ist zu unübersichtlich. Ich weiß ja auch nicht, wonach ich suchen soll. Also fahren wir mal weiter. You're behind the wheel. Fahren wir mal zu Elysian Fields. Where are we headed? We are not going to. Yes, we are. Mal gucken, was die uns sagen können, weil die stecken hinter dem Preisausschreiben. Detectives Phelps and Biggs, LAPD, to see Leland Monroe. Do you have an appointment? We're the police, lady. We don't need an appointment. Can I tell him what it's about? It's an official investigation. There are two police officers here to see Mr. Monroe. Send them through. Dankeschön, wie nett. That's our cue. Thanks, ma'am. May I help you, gentlemen? I wonder how many more layers we gotta go. We would like to speak to Mr. Monroe. I'm afraid it's impossible. Mr. Monroe's schedule is booked weeks. Will you uns verarschen? Cut to the chase, sister. Is he in? I'm not at liberty to reveal that, officer. So he hired you for your intelligence? I find that offensive. You have every right to. This is getting us nowhere, miss. Cancino. Would you like us to return with a warrant? That won't be necessary, gentlemen. Come into my office. Den kennen wir doch aus Fringe. Der spielt bei Fringe auch mit. Ich weiß aber nicht, wie der Schauspieler nochmal heißt. Like a cigar.
drink, boy. Sure, I'll have a scotch. Biggs. We're investigating a series of domestic fires, Mr. Monroe. It's terrible, boys. How can I help? Dann fragen wir mal zu der, also nach der Verbindung zu den Bränden. Elysian Fields and Suburban Redevelopment Fund flyers keep turning up in the vicinity of the fires. They're turning up all over town, boys. Can you imagine the current demand for housing? So that's your explanation, Mr. Monroe? Coincidence? Explanation? Why, what's to explain? I advertise on radio and billboards for buyers, and I advertise for sellers using waybills. Das glauben wir ihm mal. What's your connection to the Suburban Redevelopment Fund? It's an organization of civic-minded individuals whose goal is to make the city a better place for its inhabitants. Something I was proud to be asked to join. Dann fragen wir nach dem Preisausschreiben. What do you know about a competition for families to win free vacations to Catalina Island? My company runs many promotions. I'm not familiar with that one. Warte mal, das ist eine Lüge. Wir haben ja so ein Flugblatt. Travel with me, Mr. Monroe. You know all about the vacation offers. You can believe whatever you like, son. You're missing the vital ingredient called proof. Da sind sie nämlich. Your face is all over the flyers, Mr. Monroe. You know about the prizes, and you're aware that they get given to holdouts. My face is the brand. It's on all our advertising. Did you know that the mayor and the chief of police are part of the Suburban Redevelopment Fund? You want to accuse them of murder as well? Dann fragen wir nach den Grundstückskäufen. We've made offers to buy houses in areas where fires have been recorded. Are you suggesting that I'm burning people out of their homes so that I can sell them new ones? What happens to your plans if a family like the Morellis refuses to sell? We work around them. Business finds a way. That's the American way. Das bezweifeln wir mal. Come on, Mr. Man. You expect me to believe that you would build a new development with one of those old piles smack bang in the center of it? Progress is an inexorable process, detective. Those who choose to stand in defiance are usually confined to the wastebasket of history. To answer your question, yes, we would build around them if we had to. Most people see sense. The arsonists, do you have any suspects? We aren't at liberty to say. I didn't think so. Contractors I use for waybills. You suppose it could be any of them? I have a list of their names if it'd be of any help. That would be very helpful, Mr. Monroe. Glad to hear it. I'm always happy to help the LAPD. So ein Schwindler. My secretary will provide you with that list. Did you know that I'm on the board of the police pension fund? Gucken wir uns mal die Liste an. What's the story? Any of these names ring a bell? Herbert Chapman. Den kennen wir doch. Das ist doch der Brandstifter. Herbert Chapman is on this list. Find the phone. We need to know where we're at with Chapman. Jetzt brauchen wir noch ein Telefon und hier ist keins in der Nähe. Was soll denn das? Gehen wir mal unten gucken. Vielleicht steht da ein Telefon, ja. You're a guy? Your boss is a fine man. Hier ist irgendwo ein Telefon. You look at this clown. Ja, ist ein Telefon. Telefon nehmen wir damit. Operator, give me dispatch. Putting you through now. Cole Phelps, badge 1247. How could I help, detective? Can you check whether we are still holding a Herbert Chapman? Let me find out for you. He was released this morning, Detective. Von Mist. I'm sorry, Detective. Not your fault. Can you give me a last known address and put out an APB on the guy? I'll get back to you, Detective. APB will go out over KGPL shortly. Thanks, ma'am.
So, dann haben wir eine Fahndung nach dem Chapman rausgeschickt. Es wäre ganz gut, dass wir den kriegen, weil scheinbar steckt der dahinter oder damit drin, weil den haben wir ja schon am anderen Tatort wieder gesehen. Den haben wir schon am anderen Tatort getroffen, da ist er ja flüchten gegangen. Das machen wir aber in der nächsten Folge. Dann sage ich mal danke wieder fürs Zuschauen. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da. Schaut beim nächsten Mal wieder rein, wenn es heißt L.A. Noir mit mir, Sandy. Bis denn. Ciao.